jetzt geht's weiter. Ey, ich habe mir gerade meine Tür hingeworfen. Man reiche mir eine Tür. So, ich habe zumindest mal einen Grundriss fertig von dem Ding. So, jetzt kann ich mir mal. Jetzt kann ich, glaube ich, aus dem. Warte mal, war das jetzt? Nein! Ach, Mann! Haben wir eine Tür? Ach, Fisch und Tod. Ernsthaft? Okay. Ach, mein Haus ist kaputt. Oh. Was hast du getan? War da ein Creeper? Ja, ein Creeper ist einfach drin gespawnt gewesen. Ich seh's. Da kommt ein Zombie. Wo hab ich das? Hä? Ah, du kämpfst gerade. Ich hab keine Ahnung, wo ich was habe. Irgendwas greift mich an und ich hab keine Ahnung, was es ist. Da ist ein Skelett. Noch ein Creeper, Alter. Ach, da hinten. Wieso sind denn hier so viele fucking Creeper gerade? Was sind das für ein Scheiß? In Ruhe. Ja, das weiß ich auch nicht. Das Skelett. Bring dir mal dein Glas vorbei, dann können wir das schnell. Jetzt verstehe ich gerade, warum ich die ganze Zeit angegriffen wurde. So, hab ich. Irgendwann ist unsere. Sieht unsere. Insel lock die aus, ins Wasser, immer ins Wasser locken. Weil im Wasser können sie nicht großen Schaden anrichten. Und selbst dir gegenüber nicht. Wie kriege ich jetzt die die Dinger da wieder raus? Die, Außer sie springen auf Land. Ey. Scheiße, da müssen Zombies. Wie kriege ich die Pfeile da raus wieder? Aus dem Ding? Gar nicht, ne? Pfeile kriegst du nicht raus, wenn die einmal geschossen wurden von ihm. Hey. Ach du Scheiße. Du Arme. Mhm. Du bist armes Männchen. Deswegen Türen immer schön zumachen. Die war ja zwar zu. Jetzt. Oh. Baby Zombie! Ach, geben wir doch nicht. Das ist es ja, die war zu. Alter, wollte mich jetzt eigentlich verarschen? Ja, du hattest kein Licht. Hm. Och Mann, geht das schon wieder los? Ich geh mal gucken, ob ich noch Fackeln so, kann. Ich bin mal wieder gestorben. Oh, da war ein Zombie bei dir. Es war ein Zombie und eine Spinne ins beides gleichzeitig. Ja. Ich komme auch mal raus. Wir müssen wirklich mal ein paar mehr Fackeln herstellen und die Insel mal ein bisschen safe machen. Ich muss eigentlich nur dahin, wo hinten hin, wo es leuchtet, ne? Ich muss ja da hinten hin, wo es leuchtet. Ja, ich habe eine Fackel platziert. Okay, das ist gut, dann finde ich auch die Insel wieder. Das war mir auch ein Problem. Ja, auch wegen mir, weil ich habe sie echt nicht gefunden, weil ich zu dumm war. Ja, ist gut, ich habe sie jetzt gefunden und gut. Ich muss jetzt mal wieder ein bisschen. Ich krieg nicht da jetzt einen Block schischen. Ich glaube, ich gehe dann erstmal auf Kohle suchen. Kohle. So, dann kann ich jetzt mich mal irgendwie mal. Oh nein. Ich hasse dieses Ding, dieses Loch. Kann ich mal dieses scheiß Loch mal zu betonieren? Blub, 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 blub. Und nochmal blub. Komm. Eigentlich wollte ich jetzt. Was ist das? Der Plan war eigentlich jetzt gerade mal nur irgendwie die Tür einzusetzen. Hab ich jetzt überhaupt noch eine Tür? Oh, nee, ne? Die liegen da doch. Ja, ja, ich muss eigentlich suchen gerade, wo. So, zack. Ist noch ein Creeper, ein Skelett. Och, komm erstmal zu mir. Wo? Was? Bist du sicher? Lass mich doch einfach nur nochmal in Ruhe. Ich hab doch alles gemacht, Leute. Fuck mich doch eigentlich alle jetzt gleichzeitig ab. Na, komm einfach. In der Nacht sind die alle aggressiver als am Tag. Ja, ich merk das schon. Ich will auch ein. Hilfe. Geh zu Baby. Ja, ich will zu Baby. Platzier deine Fackeln. Hilfe. Das Problem, das ist. Ich finde deine Tür nicht. Ich bin da. Was? Also, du hast das da vorgemacht. Hilfe. Ja, ah, Prinzessin. Oh, Alter, das ist das Problem einfach, wenn du dann instant stirbst die ganze Zeit. Was ist denn da hingeholt? Dass du deinen Familienstammbaum da hingehängt. Das sieht zumindest, das sieht echt so aus, als hättest du da so einen Stammbaum reingeholt. So einen Stammbaumteppich reingeholt. Yeah. Och, geht mir doch nicht alle auf den Nerv. Markus, wenn Tag ist, bringe ich dir deine Scheiben. Ja. Ich muss erstmal hier meinen Schaden wieder reparieren jetzt. Ja, der Mond geht ja gerade unter. Leute, fightet eine Hexe einfach gegen einen Creeper.
Ja, aber Enrico, das war ja das Geile. Ich hatte Tür zu. Ich mache die Tür auf, gehe in mein Haus, steht ein Creeper drin. Aber da ist kein Licht drin, gell? Ja. Ja, deswegen. This is mies. This is mies. Es wird der Tag langsam. Das Gute ist aber, dass meine Truhe heil geblieben ist. Da ist da zumindest nichts verloren gegangen. Ja, wenigstens etwas. So, kann ich jetzt wieder raus oder sind die immer noch da irgendwie ziemlich aggressiv? Nee, du musst warten, dass es richtig ist. Ah, scheiße. Nee. Ja, das ist wenn, halt wir alle Betten, wenn wir alle Betten hätten, könnten wir die Nacht einfach durchschlafen. Dann wäre das einfacher. Ja. Wir schlafen einfach alle instant bei Baby im Bett. Das geht nicht. Weil dann. Ja. Vorsicht, Kevin, da ist ein Creeper! Ja, ich hab. Das ist eigentlich der Grund, ja. Hallo? Ich guck mal zu. Hallo? Hilfe? Coverwurms, ich bin tot. Ich hasse dieses Spiel. Ich hasse dieses Spiel. Ich habe die Sprengung gehört. Ich hasse dieses Spiel. Da. Achtung, das ist ein Creeper. Ja, und? da steht das Ding und haut sich neben mir hoch. Weißt du, was das Schöne ist? Du bist jetzt geübt darin, diesen Weg zu finden. Ich bin der geübt darin, im Moment zu sterben. Also ich glaub, ich kennst bin wahrscheinlich so den Weg am besten von allen. Soll ich mal was sagen? Ich habe schon wieder vergessen. Aber ich muss schon sagen, es ist schon echt eine krasse Gegend jetzt hier. Weil so viel hatte ich jetzt in einem Spiel auch noch nie, dass so abgefuckt wurde. Ach nee, alles gut, ich habe gefunden. Kann es vielleicht sein, Enrico, dass hier irgendwo unter der Insel so ein Spawner ist? Nee, dann würden sie in der Insel spawnen. Und das würdest du hören, dann kommen immer so ganz komische Töne. Also das ist schon irre gerade. Also ich, wie oft ich jetzt hintereinander weg verreckt danke bin. Kein Ding. Macht dann 850 Euro. Gibt's dann später in Raten. Mit Zollzins. Lass mich raten, mein ganzes Zeug ist natürlich weg, oder? Ich hab's eingesammelt, um zu sehen. Ah, alles gut. Nee, alles gut. Dann. Das ich guck jetzt mal, dass ich Kohle finde. Alter, dieses Biotop hier unten. Was? Wie schön ist das bitte? Fleisch. Hier noch. Ja. Oh nein, nein! Lachs. Erstmal nach unten gezogen, alles klar. Kohle! Die Bretter hier. Boah, hier sind Birken. Das ist ein Zeug wieder. Ja, so viel ist es. Es war ein bisschen mehr, aber egal. Da ja, fehlt noch was von dir. Hä? Wo? Oh, in dem Loch oder was? Ja. Ich seh's nicht. Aua. Das falsche Loch. Das war jetzt, das klang nicht so gut. Na, passiert. Ah, da unten. Markus trifft das falsche Loch, Kevin. Oder ich wechsle immer nachher. Naja, passiert. Jetzt hab ich auch ein Loch vor meiner Tür. Entschuldigung. Ich hab Kohle gefunden. Ich produziere jetzt ganz viel Kohle für uns. Aber weißt du, woher, wo dieser Satz, den Baby gerade rausgehauen hat, ich habe ein Loch vor meiner Tür auch reinpasst? Ich kann zwar nicht singen, aber ich habe ja ein knallrotes Gummiboot. Da passt auch das mit dem Loch vor der Tür rein. Ach, Junge. Entschuldigung. Passiert. Egal. So. Der Titel des heutigen Videos. Wo bin ich hier gelandet? Na, das wird wahrscheinlich anders heißen, bei mir zumindest. Massiver Todesstart. Na, keine Ahnung. Ich habe noch keinen Plan, wie ich die Folgen nehmen soll. Ich hasse dieses Spiel. Ja. Ja, es nervt halt, wenn du dann instant stirbst und dann respawn zwei Schritte läufst und hast wieder und stirbst dann schon wieder. Ah, Markus ist der Schwerkraft zum Opfer gefallen. Das war mir zu hoch. Sag mal, ist Baby eigentlich einmal gestorben? Ja, öfter schon. Ah, gut. Ich dachte schon, wir sind die Einzigen, die alle sterben und du nicht. Sitzt da so mit Gottmord drin. Ich sterb genug für alle. 30 Kohle. Ah ja, ich bring nochmal zwei Stacks mit. Die teilen wir dann auf 4. Na, ich hab wieder kein Dings mehr, ne? Ernsthaft. Ich brauch Holz. Holz, Holz, Holz.
Ich höre, wie jemand Holz abbaut. Erde. Ich flicke gerade mein Loch. Das hat er verstanden. Braucht jemand Stein für Ofen? Ja, ja. Was? Sorry, die Lochflickerei von Baby war ein bisschen verwirrend. Markus ist da, dabei ist Markus doch eigentlich zuständig dafür, Löcher zu stopfen. Zumindest das von Baby. Oder die. Ich hab noch Bretter, okay. Okay. Was eine Antwort auf diese Aussage? Ich hab noch Bretter, okay. Aber der hat so Holz vor den Hütten oder Bretter vom Kopf? So. Ah, bisschen Eisen wäre jetzt gut. Scheiße. Hätte ich jetzt eine Schere machen können? Erstmal diesen massiven Stamm hier bearbeiten. Alter. Was? Ey, das wäre doch ein Name für deine erste Folge, von Frust zu Lust. Ja, geil. Ja. Es wird wahrscheinlich der Titel der zweiten Folge sogar werden. Oh Mann. Ich glaube, ich kann sogar tatsächlich wirklich so die zweite Folge nennen. Die erste Folge wird meistens immer so ein Willkommensding, Willkommenstext rein. Leute, hier sind drei Schafe. Ihr gehört jetzt mir. Ich finde das vor allem so geil, wir haben hier überall schwebende Bäume, weil Kev nur bis zur Hälfte abbaut und dann einfach die Dinger. Ich komme nur bis zur Hälfte! dann musst du Erde nehmen oder so, musst dich hochbauen und den Rest wegmachen. Lass mich so in Ruhe. Die ganze Insel voller schwebender Matrix-Bäume. Ja, geil, ne? Ich hätte gesagt, das Spiel wird lustig. Ich weiß nicht, was du meinst. Ey, wo ist das dritte Schaf hin? Nee. Hier hast du. Nee, ich leg mich mal nicht mit irgendwelchen Viechern um. Das kommt selten gut. Welches Level seid ihr eigentlich schon? Gar keins, weil ich ständig gestorben bin. Ebenfalls kurz 2 und dann war er wieder tot. Och, ja. Achso, das sind die scheiß Bären. Na gut, ich baue viel ab. Ich bin jetzt schon 10. Irgendwann können wir verzaubern. Wo sieht man, dass man, welche Level man ist? In der Mitte, wenn dieser goldene Balken unter dem Leben da voll geht, dann kriegst du eine Zahl in der Mitte. Achso, nö, noch gar nichts. Meine Güte, frag den Farbenblinden, genau. Okay. Das wusste ich nicht von dir. Ja doch, ich habe so eine rot-grünen Dingsbums-Schwäche, deswegen. Okay. Ist aber nichts Schlimmes. Cool. Ja. Nee, eigentlich nicht. Darf man damit Auto fahren? Mein Vorgrün. Du willst, es wird der Feuer festgestellt und du musstest, kriegst dann ja eine Diagnose auch, ob du fahren darfst und dir. So krass ist es nicht. Also ich kann schon noch eine rote und eine grüne Ampel voneinander unterscheiden. Selbst wenn du es nicht. So krass ist es nicht. Selbst wenn du es nicht könntest, tatsächlich gab es diese Fragen mal, ob man mit einer rot-grünen Schwäche Auto fahren darf. Du siehst jetzt zum Beispiel, wo die Lampen leuchten. Du weißt ja auch, selbst als Farbenblind, wenn du es grau siehst, dass wenn oben leuchtet, ist rot. Einer meiner Brüder ist noch farbenblinder als ich und der ist Elektriker geworden, also so viel dazu. Und jetzt schneiden sie das grüne, das rote Kabel durch. Ja, also ich will nur mal sagen, so viel zum Thema, was damit möglich ist und was nicht. Ja, alles ist möglich, du musst nur dran glauben. Ja, du machst halt, bei vielen Berufen und so was, ja, Sehtests, daher kriegst du es ja. Ah, deswegen sehe ich die Kunden immer so gut. Im Verkauf. Na, wenn du in den Spiegel guckst, siehst du den größten Kunden. Danke. Badumts.
Hattest du jetzt nicht noch Kohle gefunden, Rico? Ich habe Kohle gefunden, ich habe gerade die Insel gesucht, wo wir herkommen, und dann sehe ich einfach diesen komischen braunen Block da oben. Dann wusste ich sofort, wo ich hin muss. Ich habe aber erst überlegt, was das ist. Ja, ich überlege auch manchmal, was dieses komische Braune ist. Keiner macht den braunen Block. Bin aber noch dabei. Erst ein Stack und ich will aber zwei hier mitbringen, damit wir die auf drei aufteilen können. Auf vier. Das dauert zu lange hier unten am Boden. So krass, dass man unter Wasser einfach schwerer abbaut. Oh, hier unten ist so viel Kohle, ne? Und ich komme da nicht ran. Blöd, dass ich keine Türen bauen. Was brauchen wir denn für Türen? Na, Türen für dein Haus, damit du einen Ein- und Ausgang zumachen kannst. Was braucht man denn für Türen? Nicht Holz. Ich hab doch genug Holz ohne Ende, aber ich weiß auch nicht, ja, wie... Du brauchst Holzbretter. Du musst die wieder verarbeiten, quasi. Ah, ich muss doch mal Holzbretter verarbeiten, okay. Gut zu wissen. Also alles, was mit Holz ist, musst du immer Holzbretter haben. Aha. Einfach merken, immer Holzbretter machen, egal. Weil normale Holzstämme brauchst du halt nicht, es sei denn, du willst halt Holzkohle produzieren. Aber die wirst du jetzt bald nicht mehr benötigen, weil... Ich würde gerne eine Tür bauen, aber ich krieg keine hin. Ich finde die nicht in der Auswahl. Werkbank, Fichten, Schalter, Fichten, Drückplatte, Stock, Werkbank, ich kriege keine Türen rein. Das Problem ist eher, dass es schon wieder dunkel wird. Ich will. Und ich bin hier noch unterwegs. Hat jemand eine Tür? Feuer? Hat jemand eine Tür für mich? Man reicht mir eine Tür. Hier ist ein Dorf! Ehre. Erstmal Essen klauen. Hm. Hallo Leute, ich bin erstmal sicher. Vielen Dank. Ah, ich brenne. Ah, aua. Wasser. Hilfe. Ah! Ich brenne einen Lama an. Komm. Da nicht. Da ist Wasser. Hier ist Kohle. Ich glaube, ich nächtige erstmal in dem Dorf. Ich bin erstmal auswärts. Tut mir leid, Freund. Ich mach erstmal Corona-Party und so. Ah, Baby-Zombie. Warum bist du so schnell? Brauche ich irgendwas Spezielles, um mir eine fucking Tür reinzusetzen? Außer Bretter? Ich habe ja Fichtenbretter ohne Ende, aber ich würde halt gerne eine Tür bauen. Die musst du bei deiner Werkbank. Hab ich doch, ich habe sie nicht zur Auswahl. Ich hab's ja nicht zur Auswahl. Du gehst ja auf Gegenstände und da steht halt nur Fichtendruckplatte, Fichtenschalter, Werkbank und Stock. Und sonst nichts. Und ein Webstuhl, aber den weiß ich nicht wieso. Da fehlt noch die Seile für. Rein theoretisch. Dann bist du wahrscheinlich gerade bei Gegenständen. Ja. Oder bist du sonst... da, wo die Lupe ist? Warte mal. Ja, jetzt auf jeden Fall. Aber da findest du es trotzdem nicht. Ja, bei herstellbar ist er nicht mit drin, oder? Nee. Druckplatte, Schalter, Werkbank und Stock, mehr ist es nicht. So, ich bin jetzt erstmal hier während der Nacht hier oben auf meinem zweiten Stock. Bring dich in Sicherheit, ich bring dir deine Tür mit. Ich bring euch auch Betten mit, wenn ich kann. Katzentür, ich will ja nur eine fucking Fichtentür. Ich kann keine. Dann hast du vielleicht das Wald für heute. Lasset mich in Frieden. Oh, ein linernes Bett. Wer will ein linernes Bett haben? Ich nimm's gerne. Irgendwo ist gerade ein Creeper explodiert. Ja, ich hab ihn. Ha, der ist weg. Geht doch. Oh, aber nein, 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 es gibt in der PC-Version gibt es Zombies, die einfach die Türen aufbrechen. Jetzt bin ich hier von Skelett gejagt, ernsthaft. Oh, Karotten! Oh, mein Leben ist hier, Alter. Hm.
Weißt du, wie schwer es ist, Karotten zu kriegen? Kriegst du nur von ganz bestimmten Zombies. Aber interessant ist, dass ich noch keinen Enderman getroffen habe. Davor habe ich immer am meisten Angst. Weil gegen die hast du einfach keine Chance. Hier wird ein Zombie killt einen Villager. Oh no. Ich habe keine Ahnung. Irgendwie wird es mir nicht angezeigt, wie ich das mache. Ich kann keine Türen herstellen. Warum auch immer nicht. Och, gib mir doch nicht an. Ja, komm, da bist du doch rein. Lass mich doch einfach in Ruhe. Hilfe. Ja, ich habe schon wieder von irgendwelchen Viechern angegriffen. Das nervt mich gerade so ein bisschen.